Herr Bundeskanzler, wie mussten Ihre Mitarbeiter beschaffen sein? Welche Eigenschaften, welche Talente mussten Sie bevorzugt haben, damit Sie für den Bundeskanzler Adenauer geeignete Helfer waren? Sie mussten natürlich klug sein und mussten fleißig sein. Und Sie mussten auch eine Meinung haben, aber Sie mussten sich anpassen können, denn alle wichtigen Sachen wurden im Kabinett vorgetragen. Und wenn im Kabinett, muss schließlich eine Meinung doch diejenige sein, die die Meinung des Kabinetts ist. Und dann haben alle sich dieser Meinung anzupassen. Hätten Sie einen Mitarbeiter, der sich nicht anpassen konnte am Schluss, nicht gebrauchen können? Wenn das wiederholt vorgekommen wäre, hätte ich ihn gebeten, doch auf seine Dienste verzichten zu können. Denn schließlich